werden private Mieteinnahmen auf die vorgezogene Altersrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Im Grundsatz nein, denn private Mieteinnahmen sind kein Arbeitseinkommen im Sinne des Hinzuverdienstes bei vorgezogenen Altersrenten. Und wir müssen natürlich auch die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro im Jahr beachten. Also wer unter dieser Grenze als bei Mieteinnahmen ist, da spielt es eh keine Rolle, ob es anrechenbares Einkommen wäre, dann ist man sowieso generell frei. Also Grundsatz, private Mieteinnahmen zählen nicht als anrechenbares Einkommen auf eine vorgezogene Altersrente, außer für den Fall, dass Sie die Vermietung und Verpachtung gewerblich ausüben. Dann zählen die Mieteinnahmen und die Pachteinnahmen als Hinzuverdienst mit dazu, denn dann werden sie als sogenanntes Arbeitseinkommen für Selbstständige klassifiziert und auch auf die Rente angerechnet, wenn sie höhere Einnahmen als 6.300 Euro im Jahr haben. Alles Weitere zum Thema Mieteinnahmen und Hinzuverdienst zur vorgezogenen Altersrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Bitte beachten Sie, die Mieteinnahmen werden auch dann nicht mehr angerechnet, wenn Sie die Regelaltersgrenze überschritten haben. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.